ich wurde vor einem Jahr gerade im Urlaub angerufen von Nina Sauer, die die ganze Veranstaltung mit organisiert. So, und die fragte mich, ob ich die Möglichkeit hätte, DJ-Schüler von mir zu fragen, ob die halt DJ-mäßig Martin-Luther-Stücke umsetzen können. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und merkte dann, dass es einfach so gar nicht gehen würde, sondern nur, wenn wir das selber ausproduzieren. Und dann wurden die mit Gitarre eingespielt und dann haben wir uns diese Gitarrensounds genommen und daraus dann ausgewählt, welches wir dann produzieren wollen. Das Besondere an Luthers Liedern ist, dass er zusätzlich zur Reformation auch noch komponiert hat. Ich meine, die sind ja vor 500 Jahren entstanden. Vieles von seinen Liedern gar nicht unter ihm geführt werden, sondern immer Erstaufführung war, glaube ich, Johann Sebastian Bach. Und deswegen denken die meisten, dass die Lieder von Johann Sebastian Bach geschrieben seien und wissen gar nicht, dass sie von Luther kommen. Aber jeder von uns kennt ja die Lieder von Martin Luther. Die Idee hinter der ganzen Geschichte war ja eigentlich, dass man das in die Neuzeit transportiert. Es gibt ein paar Lieder, die wären aufgrund der Taktart und so gar nicht wirklich möglich umzusetzen. Und wir haben uns in erster Linie danach erstmal orientiert, ist es überhaupt machbar? Es geht ja gar nicht nur um das Scratchen. Es geht ja vielmehr darum, dass man die Lieder mit eigenen Beats untermalt, dass da wirklich was komplett Neues, Eigenes draus entsteht.